Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge, der Folge 14 zum F1 Manager. Hier seht ihr einmal noch, ich mach's mal auf Pause für euch. Hier seht ihr einmal das Setup, was ich fahre aktuell mit Nico Hülkenberg. Ist bei 94%, es geht besser, aber manchmal habe ich auch einfach keinen Bock, dann diese kleinen Mini-Dinger da noch rauszukitzeln. Und wir sind in Monaco und schauen mal, wie wir jetzt so im Qualifying abschneiden werden. Wie gesagt, das ist, wir haben jetzt quasi einmal die neuen Teile dabei, aber ich muss auch klipp und klar dazu sagen, das ist nicht unsere Strecke. Das wird, hier werden wir viel Glück brauchen, wenn wir irgendwas holen wollen. Denn normalerweise ist unser Auto absolut nicht für langsame Kurven ausgerichtet, sondern eher für schnelle Kurven. Wir sind ja jetzt auch nicht die schlechtesten dabei, ne? Aber haben halt andere Stärken. So, und wir befinden uns schon auf der fliegenden Runde. Wahnsinn, wie schnell das geht, wa? So, wenn wir Pech haben, haben wir jetzt gleich sogar noch ein bisschen Verkehr. Ja, leider. So, oh, vielleicht haben wir sogar noch ein bisschen Windschatten gekriegt, wer weiß. Eine 1.11.9. Na, mal sehen, was er bringt am Ende. Stay negative on the Delta. And mode in, please, mode in. Copy that. So, 2 Minuten vor Schluss beim Q1. Wir sind auf Platz 8, was sehr gut ist. Und auf Platz 14, was jetzt nicht so geil ist. Aber es wundert mich eigentlich ein bisschen, dass wir doch tatsächlich in Anführungsstrichen so gut sind. Das hätte ich tatsächlich so nicht erwartet. Ich finde halt in dem Spiel auch hier und da echt schön, wie die Strecken gestaltet sind. Das sieht wirklich schon gut aus. Das fällt gerade in Monaco nochmal so richtig auf. Auch hier mit diesen Kameraperspektiven. Auf der anderen Seite fahren sie hoch, dann nach Start und Ziel. Es sieht schon echt manchmal richtig geil aus. Good gap ahead. Charge off and mode push. So, jetzt geht's mal in die fliegende Runde. Track will be clear. Vielleicht sind es tatsächlich die neuen Teile, die uns ein bisschen schneller machen. So, Zeit ist offiziell abgelaufen. Wir haben uns leider im ersten Sektor mit beiden Fahrern nicht verbessert.
Vielleicht kommt im zweiten Sektor vielleicht ein bisschen was. Aber wir haben jetzt auch wieder Verkehr. Ja, zweiter Sektor ist bei Hülkenberg besser. Ah, schade, dass wir jetzt dahinter kleben, ey. Das wird Zeit kosten. Wer kommt denn noch von hinten? Albon, De Vries und Zhou. Keine Verbesserung. Also Albon könnte noch gefährlich werden. De Vries nicht mehr, Zhou auch nicht mehr. Wir sind durch. Herr Hülkenberg hätte sich sicherlich nochmal verbessert. Wenn jetzt da nicht der Mercedes im Weg gewesen wäre. So, dann gehen wir mal ins Q2. Ich habe das für euch mal ein bisschen vorgespult. So, und wir gehen auf unsere Fliegen, ne? Wir haben keinen Verkehr, das ist schon mal sehr gut. So, Magnussen ist schneller als Hülkenberg. Hülkenberg mit einer 1,12 irgendwas, jetzt sehe ich es nicht mehr. Die 1,11,7 ist tatsächlich schon relativ gut. Da sind wir noch mal schneller, als wir vorhin waren. 2 Zehntel. Stay negative on your Delta. Mode in, please, Kev. Mode in. Copy. Ja, mal sehen, was das am Ende dann für uns bedeutet. So, wir sind 7. und 10. Wir werden beide im Q2 drin. Im Q3 dann drin. Wäre natürlich nicht schlecht, wobei natürlich Hülkenberg auf der Abschlussposition ist. Da hinten kommen halt noch zum Beispiel ein Russell, ein Gasly. And try and get some brake temp before you start the push. Yep. Jetzt müssen wir nur wieder zusehen, dass wir nicht im Verkehr hängen bleiben. Auch hier spule ich es mal ein bisschen vor. So, auf geht's. Keine Verbesserung bei beiden im ersten Sektor.
Hülkenberg schneller im Sektor 2. Checkered flag. Kevin Magnussen leider auch keine Verbesserung im zweiten Sektor. Jetzt kommt es drauf an, naja, es sind 4 Zehnte, die er rausholen muss, das ist schwierig. Nein, reicht nicht. Leider hat sich Russell noch davor geschoben. Aber wir sind mit Magnussen im Q3 auf einer Strecke, wo ich ganz ehrlich damit gerechnet habe, dass wir im Q2 schon raus sind, komplett. Damit kann ich leben. So, wie sieht es mit Gasly aus? Schiebt er sich noch irgendwie vor? Nein, er geht in die Box. Ist auf seiner Auslaufrunde. Das heißt, 11. Platz für Nico Hülkenberg. Sorry, Nico, knocked out. That was a good run. Good job. Copy that. So, und auch hier geht's weiter. In Q3 schauen wir mal, was wir für eine Position rausfahren. So, Magnussen wieder mit einer 11.7. Das klingt doch schon mal gar nicht so schlecht. Wir sind schon im zweiten Run auf Platz 8 aktuell. Ja, dass die Aston Martins hier gut aussehen, ist glaube ich klar, weil die haben ein Auto, was auf langsame Kurven ausgelegt ist. Track will be clear. Good to go. So, meistens hatte sich Magnus noch im zweiten Run nicht mehr verbessert und jetzt hat er auch noch Verkehr. Vielleicht hat es keine Zeit gekostet. Auf jeden Fall, erster Sektor war sehr gut. Okay, Kev, that's the checkered flag. Ah, im zweiten Sektor leider verloren. Wo bleibt die Zeit stehen? 1:11:09 war das, glaube ich, am Ende. Ja, hat leider nicht für eine Verbesserung gereicht, aber Platz 8 ist auf jeden Fall okay. Ist in Ordnung, da sind Punkte drin. Ja, ich bin mal gespannt, wie das Rennen so ausgehen wird, wenn wir... Weil wir fahren halt in Monaco. Da ist Überholen schwer möglich. Thank you.
Ja, und an der Stelle mache ich meine Pause. Denn ansonsten ist das Video nämlich zu Ende. Ich würde sagen, Platz 9 ist sogar am Ende geworden. Denn Russell hat sich, wie es aussieht, nochmal vorgeschoben. Platz 9 und Platz 11, da geht auf jeden Fall was, denke ich mir mal morgen im Rennen. Hier machen wir dann jetzt einen kleinen Cut und morgen sehen wir uns dann wieder im Rennen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.